Also, mein Vortrag ist über Grundeinstellungen in KDE oder speziell Kubuntu, aber das unterscheidet sich nicht so sehr stark, wenn man ein KDE auf einem anderen, von einer anderen Linux-Distribution hat. Weil man halt, also die Installation von einem Linux, aber insbesondere eben von irgendeiner Ubuntu-Variante, kann man nicht so viel sagen. Man drückt halt so lange weiter, bis es fertig ist und dann hat man es installiert. Und dann steht man halt vor seinem frisch installierten Kubuntu und möchte vielleicht ein paar Sachen umstellen und weiß erstmal nicht wie. Und andererseits gibt es auch ganz viele Einstellmöglichkeiten, von denen man nichts weiß. Und deswegen kann man da auch nicht nachfragen in einem Forum, weil man es ja noch nie gesehen hat. Und deswegen werde ich hier einige Einstellmöglichkeiten vorstellen, damit man es einfach schon mal gesehen hat. Also wenn man auf einem Netbook oder generell auf irgendeinem Device mit einem kleineren Bildschirm mit einer niedrigen Auflösung installiert, wird automatisch diese sogenannte Netbook-Oberfläche gestartet. Während wenn man auf einem Desktop-Computer oder generell auf irgendwas, auch einem Laptop, der ein bisschen größeren Bildschirm hat, startet, wird die Desktop-Oberfläche gestartet. Ich zeige mal erstmal, wie diese Netbook-Oberfläche ist kurz und dann werde ich zeigen, wie man sie los wird. Ich finde die nämlich nervig. Also da ist es so, dass um möglichst den Bildschirmplatz gut auszunutzen, halt alles in diese Leiste verschoben wird. Also auch was normalerweise noch eine Fensterleiste wäre, wo der X-Button und größer und kleiner machen halt ist, wird es im Vollbild gestartet, dann ist das halt hier mit schließen. Und auch das Menü wird hier nicht extra angezeigt, sondern ist halt hier in der vertikalen Ausrichtung hierhin geschoben worden. Kann man so behalten, wenn man das gern mag. Muss man aber nicht. Und zwar kann man das in den Systemeinstellungen umstellen. Die sind zum Glück gleich mal hier oben abgelegt, die Systemeinstellungen. Ansonsten würde man sie auch unter System finden. Sehe ich gar nicht. Okay, keine Ahnung, wie das bei der Netbook-Oberfläche gemacht ist. Da dieses Symbol, das wird man noch an vielen Stellen sehen. Das soll irgendwie so eine Art Nuss darstellen, angeblich. Ich sehe da keine Nuss. Das ist immer für irgendwie diese grundlegenden Arbeitsflächeneinstellungen. So, was für einen Arbeitsbereich wollen wir denn? Wir wollen halt nicht Netbook, sondern Desktop. Machen wir da mal anwenden und warten ein bisschen, bis er das fertig umgestellt hat. So. Erstmal schwarz, super. Aber in naher Zukunft wird die Leiste geladen sein. Sehr schön. So, ich sehe ein bisschen was anderes als ihr, deswegen muss ich immer die Maus ein bisschen bewegen, damit ich das gleiche sehe. Also, jetzt sieht man erstmal einen Desktop ganz ähnlich wie einen Windows-Desktop. Man hat die Leiste unten, wo sie hingehört. Das ist aber nicht das Problem. Natürlich könnte man die Leiste auch oben hin machen. Man hat halt diesen Starter auch nicht und man hat vor allen Dingen nicht dieses Verhalten, dass irgendwie dieser Schließen-Button und sowas, dieses Menü da halt irgendwo rein verschoben werden. Wenn ich jetzt hier mal irgendwo, oder ich zeige es einfach hier ran, das aufmache, ist die Leiste halt so, wie man das gewöhnt ist. Dann die erste Frage, die meistens kommt, ist, was ist denn das hier für ein komischer Kasten auf dem Desktop? Das ist eine Ordneranzeige. Man muss nicht den ganzen Desktop-Ordner auf dem gesamten Desktop anzeigen, sondern das hier zeigt den Desktop-Ordner an, der halt im Moment gerade leer ist. Deswegen steht da, dieser Ordner ist leer. Aber der Vorteil von diesem Desktop-Widget oder Desktop-Plasmoid oder Desktop-Mini-Programm ist, also Ordner-Mini-Programm ist, dass man nicht gezwungen ist, den Arbeitsflächenordner anzuzeigen. Vielleicht möchte ich lieber mein Home-Verzeichnis, meinen persönlichen Ordner dort anzeigen lassen. Dann habe ich halt meinen persönlichen Ordner dort. Und ich könnte auch sogar einen Remote-Ordner anzeigen oder irgendwas anderes. Das ist aber nicht so empfehlenswert wegen der Ladezeiten. Ich könnte jetzt auch mehrere Ordner auf dem Desktop anzeigen. Dazu mache ich Mini-Programm hinzufügen. Warte ich kurz, bis es das hat. Wir haben gerade gesehen, Ordner hieß das einfach. Ordneransicht. Ich könnte jetzt einfach doppelt draufklicken, um das zum Desktop hinzufügen. Ich kann es aber auch hinziehen. So, die ist jetzt halt defaultmäßig das gleiche gewesen, weil das der Standard
ist, das Home-Verzeichnis anzuzeigen. Das möchte ich da aber vielleicht diesen Unterordner hier anzeigen. Oder vielleicht mein Dokumente-Ordner. Zack. Da habe ich schon eine Beispieldatei reingelegt, dass man das ein bisschen erkennen kann. Oder zum Beispiel Bilder oder irgendwas. Wenn ich hier auf irgendwas drauf gehe, kann ich den Inhalt anzeigen lassen. Na, ich würde eigentlich denke ich den Inhalt zeige. So, Dateimanager. Mal kurz was gucken. Also man kann auch, wenn man hier dieses Symbol anklickt, halt den Inhalt nur in so weiteren Feldern anzeigen lassen, wenn man das möchte. Aber ich wollte ein bisschen über den Dolphin sprechen, das ist der Dateimanager. Da gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten. Die erste, die ich meistens vornehme, ist, ich mag da gerne die Menüleiste da haben und nicht irgendwo versteckt. Kann ich STRG M für Menü drücken oder ich lasse sie halt so anzeigen. Ist mir angenehmer. Und ich habe die freie Auswahl, welche Teile ich hier links und rechts anzeigen lasse. Wenn ich jetzt hier mal Ansicht, die Seitenleisten, ich kann dort natürlich auch eine Ordner-Seitenleiste anzeigen lassen. Das ist jetzt auf dem großen Bildschirm wäre das ganz gut, dass das eine oben, das andere unten ist. Das finde ich jetzt aber auf dem kleinen Bildschirm nicht so praktisch. Also ziehe ich das ein bisschen rum, ja, wenn er mich ziehen lassen würde. Seitenleiste, entsperren, dann kann ich sie rumziehen. Ja, kommst du her. Jetzt sind sie übereinander im Sinne von einem Stacking. Dann kann ich halt hier hin und her wechseln. Habe ich halt die Ordner-Navigation. Kann hier aber auch Orte, ist einerseits so Favoriten, also Wurzelverzeichnis, persönliche Ordner. Und ich könnte hier irgendwas reinziehen. Wenn ich halt meinen Skripte-Ordner hier drin haben will, ich will ihn nicht in den Müll werfen. Ah, ich habe ihn auf den Mülleimer gezogen. Das ist ungünstig. Komm. Ich will nicht dann auf dem Ordner-Ding haben. So. Dann ist das auch wieder so ein Basisordner hier. Das ist vor allen Dingen gut, wenn man irgendwelche tiefen Verzeichnisse hat, vielleicht seine Homepage-Struktur oder sowas und da vorwiegend in einem Ordner arbeitet. Ich kann hier daneben klicken, dann ist es halt der vollständige Pfad und auch halt, so wie man es kennt, halt bearbeitbar. Ich kann das wieder schließen. Ich kann hier diese Ordnerlisten anzeigen, wie man das auch von anderen Betriebssystemen kennt. Diese Teile, ich kann sie nicht nur hier stacken und übereinander, untereinander anzeigen. Ich kann sie auch, wenn ich das halt lieber rechts haben möchte und links nur meine Ordneransicht, kann ich das gern so haben. Muss ich aber nicht. Ich kann sie so entkoppeln. Ist jetzt für diese Dinger nicht so wahnsinnig nützlich. Es gibt vor allen Dingen eine Seitenleiste, eher eine Untenleiste, für die das sinnvoll ist. Die Terminalleiste, das hat eher was für Leute, die auch mal was im Terminal eingeben. Und das folgt einem. Wenn man hier den Ordner wechselt, kommt das mit. Und das kann ganz angenehm sein, das zu entkoppeln. Und es kommt halt trotzdem mit, weil es halt nicht eine Terminal an sich ist, sondern halt nur so ein K-Part. Kann ich hier auch wieder zumachen. Wenn man sich irgendwelche versehentlich geschlossen hat und sie sind weg, sind sie halt hier unter Seitenleisten wieder zu öffnen. Man kann sie auch über Tastenkombinationen auf- und zumachen. Muss man aber nicht. Keine Einstellung, sondern, na gut, man kann es als eine Einstellung betrachten. Wenn man STRG und I drückt, macht man einen Filter an. Den kann man auch über das Menü anmachen. Hier irgendwo ist Filter. Sehe ich jetzt gerade nicht. Und wenn ich dann halt anfange, irgendwas zu tippen, werden halt nur die Sachen angezeigt, die diese Zeichenfolge enthalten. Das finde ich eine der angenehmsten Sachen, die es überhaupt gibt. Das vermisse ich auch unter Windows extrem. Da fange ich immer an, STRG I und zu tippen. Ach, verdammt. Ich bin ja unter Windows. Etwas, was auch sehr angenehm ist, ist das Teilen von Fenstern. Das ist besonders halt zum Verschieben von Dateien und Kopieren von Dateien sehr schön. Man kann hier diese Symbolgröße ändern. Man kann sehr leicht hin und her wechseln zwischen einer Liste, jetzt vor allen Dingen so die Detailliste. Zack. Details, normale So-Liste und halt Symbolen. Dann die Vorschau, na gut, das ist für Bilder vor allen Dingen sinnvoll. Ich habe aber jetzt irgendwo nirgendwo ein Bild rumliegen, insofern macht sich das nicht so gut.
vielleicht mit dem Dokument, sieht man das da was? Ja, nicht so richtig. Aber wenn man Bilder hat, kann man, ist das halt sehr praktisch, dass man dann halt die Vorschau für das Bild sehen kann. Die Geräte werden hier aufgelistet, also auch irgendwelche eingehängten USB-Sticks würden da auftauchen. Was ich jetzt gern haben möchte, ich möchte immer wissen, wie viel Platz auf der aktuellen Festplatte oder Partition, auf der man ist, dass man das gleich sieht. Also hier gehe ich unter Einstellungen auf Dolphin einrichten. Dann muss ich mir überlegen, ich glaube unter Allgemein, Statusleiste, Speicherplatzinformationen anzeigen. Muss man halt drauf kommen, dass das die sogenannte Statusleiste ist, aber das habt ihr ja gesehen, was es ist. Wenn man irgendwelche anderen Eigenschaften, also wenn man hier irgendwas von irgendwas genervt ist, wenn man lieber das gleich möchte, dass diese Adresszeile immer halt so als zum Eintippen ist, kann man das halt einklicken, dass das beim Start so ist. Man kann machen, dass immer die vollständige Adresse angezeigt wird und nicht halt die Adresse ab dem Unterverzeichnis, das halt hier als Ort vorkommt. Man kann die Filterleiste immer standardmäßig anzeigen beim Starten und was man gern möchte. So. Ja, ich würde sagen, damit haben wir vielleicht die meisten... eine wichtige Einstellung noch. Unsichtbare Dateien anzeigen. Also hier die versteckten Dateien. Vor allem in dem Hauptverzeichnis sind halt ganz viele versteckte Dateien. Alle Dateien, die mit einem Punkt beginnen, das sind die ganzen Einstellungsdateien. Ist meistens nicht empfohlen, aber wenn man halt gerade die Einstellungen ändern möchte manuell, kann das halt notwendig sein. Ja, natürlich kann man sortieren und sowas. Die typischen Sachen. Unter Ansicht versteckte Dateien anzeigen. Man kann auch die Alt-Taste drücken und Punkt, halt dafür, weil Punkt ist halt immer das, was die Dateien versteckt macht. Also alle Ansichtssachen hier in dem Ansichtsmenü. Ja, das sind so die wesentlichen Sachen. So, wir hatten ja schon gesehen, dass es diese beiden Ordner-Dinger auf dem Desktop nur so Plasmoids, Mini-Programme oder sogenannte Widgets sind. Kann die auch wieder loswerden. Aber auch alle Sachen, die in der Fensterleiste oder in der Kontrollleiste sind, sind auch alles Plasmoids. Also selbst das K-Menü ist ein Plasmoid. Hier die Desktop-Anzeige. Die Fensterleiste an sich ist ein Plasmoid. Das hier ist eins. Und auch die Uhr ist ein Plasmoid. Das hat viele Vorteile. Ich könnte, wenn ich diese Art von Menü, vielleicht zeige ich noch ein bisschen, wie das Menü aussieht, nicht mag, kann ich mir ein anderes suchen. Also hier das Standardmenü, es geht halt in die Richtung auf, dass man halt hier die Favoriten hat, dann die Anwendungen, die sind immer automatisch nach diesem Zweck sortiert. Das hat auch nichts mit dem Menü an sich zu tun, das ist so gespeichert. Rechner halt Ordner und sowas, Verlauf, Ordner und Dokumente, die auf waren und halt abmelden und sowas. Vielleicht mag ich das nicht, vielleicht möchte ich lieber das Lancelot-Menü. Jetzt hoffe ich, dass das hier in der Liste verfügbar ist. Hier sehe ich schon, ich könnte noch eine Akkuüberwachung reinziehen und sowas. Ja, das ist sowieso das wichtigste Widget überhaupt. Aber ich suche ja das andere Menü. Ja. Lancelot. Was ist nur der Lancelot-Programmstarter? Ich suche eigentlich das Menü. Das ist aber, glaube ich, nicht das Menü. Ich glaube, das werde ich neu runterladen müssen vorher. Gucken. Der zeigt jetzt zwar auch das K-Menü an, aber ich glaube, das geht nur, wenn man es in den Desktop einbettet. Ah doch, das ist das, was ich gesucht habe. Also hier sind die halt so rum angeordnet. Hier sind dafür andere Sachen drin mit den Kontakten und sowas. Und sowohl die neuen und zuletzt geöffneten sind zu sehen und hier zum Beispiel die Favoriten und die Anwendungen sind zusammen zu sehen. Was hier auch anders ist, ich klicke nichts an und ich navigiere da drüber. Wenn ich da jetzt nur das berühre, wird das dadurch gestartet. Kann zum Beispiel für ein Touchpad sinnvoller sein oder wenn man es halt einfach mag. Man kann das aber auch das Lancelot-Menü benutzen und ist nicht gezwungen, diese Funktion aktiv zu lassen. Und was ist zum Beispiel der Vorteil daran, dass auch diese Fensterleiste an sich ein Plasmoid ist?
Zum Beispiel werden auch alle offenen Fenster, ich mache mal irgendein zweites Fenster auf, damit man das irgendwie erkennen kann. Die kann ich auch alle so anzeigen lassen. Ich gehe in eine Ecke und dann werden die halt alle angezeigt und ich kann halt das anklicken, was ich möchte. Und kann die auch darüber schließen oder sowas. Das heißt, wenn man das gewohnt ist und das immer gern benutzen möchte und sowieso nie in die Leiste klickt, um irgendwas zu schließen oder zu öffnen, dann braucht man auch diesen Platz dafür nicht und kann das halt entfernen. Aber es hat auch, diese Leiste hat natürlich auch andere Möglichkeiten. Muss mal gucken, Einstellung für Fensterleiste. Zum Beispiel, vielleicht, wenn man zwei Monitore hat, möchte man vielleicht nur die Fenster von dem jeweiligen Monitor auf den Leisten haben. Vielleicht hat man rechts und links eine Kontrollleiste, ist kein Problem, im Gegensatz zu Windows, wo man da sich ein bisschen schwer mit tut, und möchte auf dem einen das haben und auf dem anderen nicht. Man kann sich auch oben und unten eine Leiste hinmachen und auf der einen ist halt eine Fensterleiste und auf der anderen ist halt nur das Menü und halt die Uhr und diese Symbole. Wenn man das Ganze möchte, ist das halt kein Problem. Ja? Mit der Maus nach oben links gehen, das ist gut, aber gibt es einen Shortcut, in dem ich diese Übersicht aufrufen kann? Ich persönlich finde das nervig, ich bin Rechtshänder und die Maus ist bei mir meistens irgendwo rechts unten. Also man, ich kann vielleicht noch nach unten gehen, aber ich mache das lieber mit der Super-Taste oder so, geht das auch? Bin ich nicht sicher. Geht wahrscheinlich irgendwie, aber wie man dafür, also man kann für alle möglichen Programme sehr leicht die Tastenkombinationen ändern, also vor allen Dingen für die Plasmoids. Aber wie man für diese eigentlich Mausgeste oder eine Tastenkombination festlegt, bin ich nicht sicher. Ich werde zeigen, wie man das in eine andere Ecke legt, aber wie man eine Tastenkombination drauf macht, bin ich nicht sicher. Und ein Rechtsbürger bin ich zum Beispiel dann schon ganz gut, dann brauche ich nicht mehr diesen ganzen Ding. Ja, das werde ich gleich zeigen. Cool. Also Control F7, es gibt ja diesen Ding, Control F1 bis F6, merkwürdigerweise würfelt die Bildschirme um, aber bei F7 zeigt er zumindest die aktiven Fenster bei mir hier. Bei mir nicht. Genau, das habe ich auch bei Control F7. Okay, also Control F8, sehr schön. Perfekt. So. Okay, ich zeige gleich mal, wie man das umstellt, dass das halt nicht in der linken oberen Ecke ist. Und ich werde auch gleich zeigen, wie man, hier sehen wir, uns fehlt ein Button. Das ist irgendwie in dem neuesten Release, ist das dieses Minimieren-Symbol da nicht vorgesehen. Das finde ich nicht so toll. Deswegen schauen wir mal, wie wir da einen Minimieren-Button hinkriegen. Und dann sehen wir, dass es noch andere Buttons gibt. Was der hier tut, kommen wir später zu. Aber ich werde noch andere Buttons, die es unter Windows leider nicht gibt, mal zeigen. Also wenn man eine ältere Version von KDE oder Kubuntu hat, sieht man hier gleich in dem Menü, wenn man halt in irgendeine Ecke klickt von irgendeinem Fenster, alle Optionen, die sind jetzt halt hier unter weitere Aktionen versteckt, damit das Menü nicht so lang ist. Einstellung für die Fensterverwaltung. Man kann auch über die Systemeinstellungen dahin gehen, aber ich finde es so ganz angenehm. So, ja, möchte man Arbeitsflächeneffekte aktiv haben oder nicht und sowas. Ich mach mal keinen dazu zusätzlich aktiv. Die Bildschirmränder. Da sieht man hier, auch Bildschirmränder beinhaltet auch die Bildschirmecken. Das ist halt links oben, Fenster zeigen von allen Arbeitsflächen und was ich halt ganz schön finde, ich mache mir dann rechts oben hin von der aktuellen Arbeitsfläche. Links mache ich hin den Arbeitsflächenumschalter. Da kommen wir, wie gesagt, zu den mehreren Arbeitsflächen kommen wir demnächst. Und rechts mache ich vielleicht hin Arbeitsfläche anzeigen, weil man das vielleicht von Windows 7 so gewöhnt ist, dass man da seinen Mauszeiger in die rechte untere Ecke bewegt, um die Arbeitsfläche anzuzeigen. Mach ich anwenden. So, jetzt ist das schon mit dem Anzeigen. Zack. Dann habe ich jetzt, okay, wenn ich jetzt schieb mal ein Fenster auf, ne, ich habe nur einen Desktop, das bringt es gerade nicht. Ich muss erstmal mehrere Desktops zu mehreren Desktops führen, damit das Sinn macht, die anderen Aktionen. Aber wie wir gerade bei dem Fenster da waren. Fenster durchziehen zum oberen Bildschirmrand maximieren. Kennt man auch von gewissen anderen Betriebssystemen. Aber vielleicht findet man das sehr störend. Vielleicht schiebt man sehr oft Fenster an den oberen Rand, die man gar nicht maximiert haben möchte. Dann lässt man sie halt nicht maximieren. Auch zum seitlichen Rand das halbieren, beziehungsweise wenn man es in die obere linke Ecke zieht, halt das vierteln. Wenn man es hier in die Mitte zieht, so ungefähr. Halbieren und sowas. Kann man auch loswerden, wenn man es möchte. Das finde ich aber ganz angenehm. So, wir wollten da diesen Minimieren-Button gern wieder haben.
Das ist eine sogenannte Fensterdekoration. Beziehungsweise allgemein ist alles, was hier irgendwie der Rahmen ist, Fensterdekoration, aber hier sind die Knöpfe. So. Ich möchte gern das Minimieren-Symbol wieder hier so haben. Man sieht hier auch ein bisschen Abstandhalter. Und ich mag auch gerne das immer, nee, immer im Hintergrund ist doof, immer im Vordergrund mag ich haben und den Fensterheber. So, jetzt müsste das bei Fenstern, die ich neu öffne, erscheinen. Mache ich mal was Neues auf. Systemeinstellungen. Ich sagte, die müssten. Ah, ich habe vergessen, auf Anwenden zu klicken, oder? Das müsste er aber eigentlich abfragen. Also, Fensterdekoration vereinrichten. Hier. Vordergrund. Da hin. Okay. Ah, das erscheint sogar gleich, ohne dass man das irgendwie öffnen oder schließen muss. Also, neben Maximieren, was vorher schon da war, hat man jetzt halt auch Minimieren, wie sich das gehört. Das hier immer im Vordergrund. Jetzt, wenn ich ein anderes Fenster anklicke, ja, das andere Fenster ist aktiv, bleibt aber hinter dem hier. Das finde ich vor allen Dingen angenehm, wenn ich im Web browse und gleichzeitig ein Video schauen will. Ich brauche zwar nicht meinen gesamten Webbrowser, aber ich will ihn auch nicht zusammenschieben, weil dann die Seiten sich teilweise nicht mehr ordentlich anzeigen lassen. Ich will das einfach nur im Vordergrund haben und gegebenenfalls halt zur Seite schieben, wenn ich halt einen anderen Text irgendwie sehen will. Dann mache ich halt im Vordergrund halten, mache mein Videofenster halt klein und behalte es im Vordergrund. Das hier ist Fensterheber, so ein Aufrollen, kennt man von alten Mac-Versionen. Benutze ich nicht oft, aber manchmal ist es ganz nützlich, das zur Verfügung zu haben. So, was ist das mit den mehreren Desktops? Da müssen wir natürlich erstmal mehrere Desktops einstellen. Klicken wir mal hier drauf. Einstellungen für den Arbeitsflächenumschalter. So, standardmäßig ist es inzwischen so, dass nur eine Arbeitsfläche voreingestellt ist, weil neue Nutzer sonst teilweise ihre Fenster verlieren, weil sie nicht wissen, dass sie auf einen anderen Desktop gewechselt sind. So, jetzt, ja, ich sagte doch zwei Zeilen. Darf ich mal zwischenfragen? Jetzt? Ja. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man vier Arbeitsflächen hat. Oder zwei, wenn es, glaube ich, standardmäßig abgefallen ist, immer vier. Die heißen Arbeitsflächen. Ja. Ein Desktop ist das eine Fenster auf der Arbeitsfläche drauf. Nein, Desktop und Arbeitsfläche heißt das Gleiche. Wie heißt denn das? Das ist ein einzelnes Ordner Plasmoid oder Ordner Miniprogramm oder Ordner Widget. Aber zum Beispiel diese Augen sind halt das Augenwidget oder Augenplasmoid. Und das hier auf der Kontrollleiste ist halt ein Fensterplasmoid oder Fensterleistenplasmoid, das K-Menü-Plasmoid und sowas. Also das ist halt die. Ich habe nämlich in dem da oben habe ich etliche Programme drin, beispielsweise den Firefox und Starten. Und dann habe ich mir eine Sache nicht gefunden. Ich habe ein Programm reingeschrieben, das ist der KB3. Der lässt sich halt nicht verschieben. Der ist an der einen Stelle und Schluss aus Feierabend. Also was es sein könnte, ist, man kann hier zum Beispiel natürlich andere Sachen in die Favoriten aufnehmen. Also gehen wir zum Beispiel mal in die Internetprogramme und da müsste irgendwo Firefox drin vorkommen. So, den kann ich halt zu den Favoriten, zur Arbeitsfläche und zur Kontrollleiste hinzufügen und deinstallieren auch. So, ich mache mal zu den Favoriten. Und das ist ja hier in der ersten Leiste und dann kann ich ihn auch zur Arbeitsfläche und zur Kontrollleiste. Jetzt ist er hier in der Kontrollleiste, hier auf dem Desktop an sich, also nicht in einem Ordner. Es könnte also sein, dass das Ordner-Widget oder Ordner-Plasmoid da drüber ist, dass man deswegen dort nicht rankommt an das Symbol, wenn das so leicht grau aussieht. Das wäre eine Möglichkeit, warum es eventuell nicht sich verschieben lässt. Also wenn es so ein bisschen grau aussieht, weil es so dahinter ist, wäre das eine mögliche Erklärung. Die andere mögliche Erklärung ist, wenn hier Mini-Programme sperren steht, dann kann ich halt einerseits keine neuen hinzufügen, ich kann das nicht mehr verschieben hier und das hier auch nicht. Und das lässt sich dann auch nicht mehr verschieben. Es ist zwar eigentlich kein Mini-Programm, es ist halt so ein Starter, aber der ist dann auch mitgesperrt. Wenn man irgendwelchen Neu-Usern, die sonst die immer, wenn sie irgendwie sich einmal falsch klicken, anrufen und den Computer repariert haben möchten, den Rechner einstellt, dann sperrt man das oft. Also dann, damit es halt nicht zu irgendwelchen Unfällen kommt. Man kann ja hier versehentlich draufklicken und weg ist der Ordner.
das wird damit verhindert. Also wenn ich das nicht sperre, erscheint das auch gar nicht mehr, diese Einstellung. Und das wäre halt auch eine Erklärung, dass sich halt nichts mehr verschieben lässt. So. Das ist so, dass ich nach einem System das Abschalten nur noch über die Mitteltaste machen kann. Und nicht wie gewohnt mit der linken, mit der rechten. Ah, das kann ich auch zeigen, woher das eventuell kommen könnte. Also erstmal haben wir hier halt 4 Desktops. Wenn ich jetzt hier auf einen anderen rübergehe, sieht man, dass dass da halt jetzt im Moment gerade keine Programme sind. Ich könnte halt verschiedene Programme haben. Ich könnte hier halt auch, ich kann hier halt rüberschieben, wenn sich das lässt, machen lässt. Zack, das ist halt auf dem anderen Desktop. Was das sein könnte mit, dass es halt sich nicht mehr abschalten lässt. Also generell kann man hier über die rechte Maustaste auch diese Einstellung wählen und auch Bildschirm sperren und verlassen. Muss man natürlich nicht. Man kann natürlich auch hier drüber gehen, aber ist natürlich so schneller. Aber gehen wir mal in die Einstellungen. Und eine Sache ist, dass hier halt die Hintergrundbilder sind. Dass man einerseits, wenn man noch nie neue Hintergrundbilder installiert hat, ist da nur ein einziges. Dann gibt es hier aber erstmal einen Button, weitere Hintergrundbilder holen. Es gibt so ein Standardset, die sind aber auf dem Standard-Image nicht dabei, um Platz zu sparen. Aber generell kann man hier über neue Hintergrundbilder herunterladen, was ich jetzt gerade nicht machen kann, weil ich nicht im Internet bin, weitere von KDE Lux herunterladen. So, dann wird der Schalter auch gar nicht erst angezeigt, neue runterladen, wenn keine Internetverbindung da ist. Nee, weil ich hier das schon auf einem anderen User gemacht habe. Das ist kein neu installierter Rechner, sondern nur ein neu angelegter User und ich habe es auf einem anderen User schon gemacht. Und die sind dann für alle User installiert. So, da sieht man auch, man kann hier zum Beispiel wechseln auf reine Ordneransicht, wenn man das unbedingt so haben will, wie man es unter Windows gewöhnt ist. Komm mal her mit einer Ordneransicht. Hat er nicht gemacht. Eigentlich wollte ich demonstrieren, dass der jetzt halt nicht mehr diese Widget anzeigt, sondern halt nur den Arbeitsflächenordnerinhalt. Komm mal, mach das mal. Ordner. Anwenden. Wenn man diese drei Kugeln da unten links nimmt, ja, kriegt man so eine merkwürdige Ansicht. Und da gibt es einen Punkt, so ein Kugelchen, Arbeitsflächensymbole. Dann kriege ich den Effekt, den wir gerade schon haben. Ja, aber das ist quasi nur eine andere Aktivität, wo genau diese Einstellung voreingestellt ist. Also diese Aktivitäten sind so Sätze von Einstellungen, ne? Ja. Also sie sind auch, sie laufen quasi auch getrennt voneinander und wenn man halt wechselt, sollten die auch nicht mehr im Speicher sein, die anderen. Also es ist schon ein bisschen mehr als nur Einstellungssätze. Aber man kann es sich so vorstellen ungefähr. So, wenn ich umschalte, dann sind aber Teile der von mir gestarteten Anwendung, ich habe immer einen ganzen Satz offen, sind da zu sehen, andere sind, andere nicht. Das kann man auch erstellen. Ja, die Programme sind auch an die Aktivität gebunden. Also zu den Aktivitäten komme ich noch. Ich wollte erstmal mit dem Desktop zeigen. Also eigentlich wollte ich demonstrieren, dass man hier halt in die Ordneransicht wechseln kann und dann halt dieses Verhalten hat, wie man es von Windows kennt, dass der Ordner, der Inhalt des Desktop-Ordners den gesamten Desktop einnimmt. Das mag er jetzt irgendwie nicht machen. Das weiß ich nicht genau warum. Und das andere, die Mausaktion. Und normal ist eingestellt über rechte Maustaste Standardmenü, das ist halt dieses Menü. Mittlere Maustaste einfügen. Zeige ich später was zu, und vertikales Mausrad scrollen wechselt zwischen den Arbeitsflächen. Ich scroll mal, und der ist jetzt halt auf die andere Arbeitsfläche gewechselt. Aber muss halt über dem Desktop wechseln. Das finde ich nicht so glücklich als Standardeinstellung, weil das gerade für User, die noch nicht mal so wissen, was diese verschiedenen Desktops sind, ist halt nur so, meine Programme sind weg. So, ja, zack. Was ist passiert? So, und wenn man halt nichts auf dem anderen Desktop laufen hat, hat man den Eindruck, die Programme hätten sich alle plötzlich geschlossen. Ja, da muss man für jede Arbeitsfläche einen anderen Hintergrund haben. Das kann man machen, das kann man hier ja einstellen. Das kann man unter der Arbeitsflächeneinstellung, die wir vorhin hatten, kann ich nachher nochmal zeigen, kann man das einstellen. Empfehle ich nicht, weil es sehr stark den Arbeitsspeicher mehr belastet. Das Umschalten funktioniert nicht, habe ich jetzt hier gerade, wenn man in diesem Einstellungsmenü für das Desktop aussehen lässt, dann kann man zwischen diesen Aktivitäten offenbar nicht hin und her schalten. Na gut, aber das, was ich machen wollte, war halt kein Wechsel. Das war direkt, ich habe es gesehen, aber also bei mir ist das jetzt gerade rein. Ja. Also ich würde die Aktion für das vertikale Mausrad einfach entfernen. Ich möchte nie durch Scrollen auf dem Desktop auf einen anderen Desktop umschalten. Ich wechsle hier auf den anderen Desktop.
und bin damit glücklich und das führt eigentlich immer nur zu versehentlichen Änderungen. So. Ich wollte hier noch ein paar Einstellungen für diesen Arbeitsflächenumschalter. Also wir hatten gesehen, ich hatte halt weitere Arbeitsflächen hinzugefügt. Man kann auch einstellen, wie das halt aussehen soll, halt mit diesen Gleiten, Würfeln und sowas. Ich dann halt wechsle. Dann würfelt er halt hin und her. Aber ich finde Gleiten angenehmer. Das ist halt diese Sache. Man kann auswählen, was passiert, wenn man hier auf die Arbeitsfläche klickt, auf der man schon ist. Ich finde es angenehm, dort zeigt die Arbeitsfläche an, also wie nochmal minimieren sozusagen alle Fenster. Einstellen, man kann die Fenstersymbole anzeigen lassen. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so deutlich. Nee, es wurde auch nicht aktualisiert. Also eigentlich sieht man, welche Fenster dort aktiv sind. Zum Beispiel für Firefox sieht man dann das Firefox-Symbol. So. Hier, wenn ich hier unterschiedliche Mini-Programme für jede Arbeitsfläche einstelle, dann kann ich auch verschiedene Hintergrundbilder pro Arbeitsfläche einstellen. Ist wie gesagt nicht so empfehlenswert, weil es den, zumindest nicht auf einem Netbook, das wird dann sehr langsam. So. Eine häufige Frage ist, wie kriege ich denn das Firefox-Symbol da nach links? Das lässt sich nicht verschieben. Ja, das ist wieder diese Sache, genau wie hier dieses Symbol zum Einstellen ist hier in der Ecke auch dieses angebliche Nuss-Symbol zum Einstellen. Und jetzt kann ich alles mal verschieben, wie ich lustig bin. Kommt das halt hier rüber. Vielleicht möchte ich meinen Desktop-Anzeiger auch lieber da drüben haben. Dann könnte ich vielleicht noch andere Mini-Programme hinzufügen. Ich könnte hier die Höhe ändern, je nachdem, wie gut meine Augen sind. Ich kann es an eine andere Bildschirmkante ziehen. Vielleicht möchte ich es auch mal oben haben. Wie gesagt, kann man auch mehr als eine Leiste verwenden. Ich habe meistens so auf dem Zweitbildschirm halt verschiedene Leisten. Und das alles geht über Systemeinstellungen, ja? Nein, das war jetzt, ich habe jetzt hier in die Ecke geklickt. Hier. Auf dieses Symbol in der rechten unteren Ecke. Dann geht dieser Dialog auf. Da ist halt dieses Bildschirmkante, um eine andere Bildschirmkante zu ziehen, Höhe einstellen, Verschieben der Symbole und halt vor allen Dingen auch das Mini-Programm hinzufügen. Vielleicht Akkuladestand, diese Aktivitäten, wenn man sich irgendeins versehentlich gelöscht hat, kriegt man die halt hier wieder. Diese verschiedenen Menüs hatten wir vorhin gesehen. Was gibt es noch für schöne Sachen dort? Farbauswahl, wenn man vielleicht ein Webentwickler ist oder sowas. Vielleicht hier mal auf dem Desktop. Also wenn ich hier einfach doppelt klicken würde, weil ich es aus der Leiste rausgemacht habe, würde es einfach in der Leiste hinzugefügt werden, und zwar rechts. Das sieht man hier aber, kann man nicht gut erkennen. Das macht nur auf dem Desktop wirklich Sinn. Ich kann es jetzt auch von der Leiste wieder da rausziehen. Dann habe ich es doppelt auf dem Desktop. Kann das groß machen. Das zweite entferne ich vielleicht. Ich kann das auch, wenn ich gerne möchte, frei drehen. Das macht jetzt für die meisten Dinge nicht so viel Sinn. Es gibt vorwiegend zwei, drei Sachen, für die das Sinn macht. So diese Bilderrahmen, dieses Bilderrahmen-Widget, wo man halt so fortlaufend die Ordner, die Bilder aus einem Ordner anzeigen lässt. Dann für dieses niedliche Augending macht das Sinn. Und natürlich für analoge Uhren, um die in einem falschen Winkel anzuzeigen, um andere Leute zu verwirren. Apropos Uhr, da kann man auch sehr viele Dinge mit einstellen, und zwar getrennt. Einerseits das Konzept Datum und Zeit einstellen, wofür man administrative Rechte braucht, oder nur für sich selber die Uhr an sich, die Uhranzeige sozusagen einstellen. Das dauert jetzt einen Moment. Vielleicht möchte ich die Sekunden mit angezeigt haben und ein Datum. Ich könnte halt noch an den Schriften und sowas rummachen, andere Kalender, Zeitzonen, mehrere Zeitzonen und sowas. Aber das reicht mir jetzt gerade mal. Ja, ist okay so. Was für eine Temperatur wird da angezeigt mit dem Temperatur? Halt das, was das ACPI oder so halt zurückgibt. Also halt irgendwie Prozessor, irgend sowas. Temp 1 ist mir jetzt ja nicht so eingeleuchtet. Code 0 verstehe ich, aber Temp 1. Das hat nichts mit dem Widget an sich zu tun. Also über Hardware, über Konsole würde man dieselben
Ergebnisse. Da kann man halt also auch so verschiedene Temperaturen sich anzeigen lassen. Ich weiß nicht, was für mein Netbook da für 3 Sensoren angeblich hat. Ist mir auch nicht so klar. So. Aktivierung verschieben. Das könnte man noch zeigen hier. Vielleicht diesen. Also ich hatte jetzt in die rechte untere Ecke das mit dem Anzeigen gemacht. Man kann dort natürlich auch stattdessen den Würfel hinlegen. Mal den Bildschirmrand. Achso, ich muss den erst als Arbeitsflächeneffekt definieren. Würfel. Und zwar den hier. Dann kann ich sagen, das passiert, wenn ich da hinklicke. Na, ich glaube, es wird ihm gerade schon alles zu viel. Dem armen Netbook. So. Komm. Also eigentlich wollte ich zeigen, dass wenn man jetzt in die Ecke geht, dass diese Würfel gehen. Ah, genau. So. Wie man sieht, ist es auf Netbooks vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert. Generell ist natürlich die Nützlichkeit dieser Würfelfunktion sehr bedingt. Ich denke, der Hauptanwendungsfall ist es, das auf Messen zu zeigen. Damit ist auch der Begriff des Tapir erledigt. Ja. Jetzt muss ich erstmal warten, bis er sich wieder einkriegt. Und ich glaube, dann werde ich das als nächstes wieder deaktivieren. Ich werde das jetzt abgearbeitet. Ja. Ja, diese Würfelfunktion scheint sowieso das Wichtigste überhaupt zu sein. Also auch so Kompass und so. Erstmal Würfel bauen. Das ist aber kein Kompass, das ist die Grundfunktion von KDE 4. Die auf anderen Rechnern auch sehr flüssig funktioniert. Na komm, jetzt bin ich da wieder drauf. Um aus einem Würfel wieder rauszukommen, muss man mit der rechten Maustaste auf einen Desktop klicken. Jetzt ist das passiert. Oder ich glaube, Escape drücken geht auch. Jetzt lass mich das bitte wieder ausschalten. So, Systemeinstellungen. Komm. Okay, das war jetzt nicht so die beste Idee, das zu demonstrieren, sehe ich gerade. So, da machen wir wieder Desktop anzeigen, Bildschirm, Sperrreinen, Arbeitsfläche anzeigen. Dann mache ich diesen Desktop-Effekt wieder aus. Aber wenn man die Desktop-Effekte ganz ausmacht, dann gehen auch diese Sachen nicht mehr, dass man halt in die Ecke geht und halt sich die ganzen Fenster anzeigen lässt und sowas. Kann aber auch bei einem älteren Rechner oder bei einem eher schwächeren Netbooks notwendig sein. Was könnte ich für noch so erteilen an Einstellungen? Was gibt es denn noch für. Achso, Aktivitäten war die Frage. Also dieses Ding mit diesen drei farbigen Knubbeln ist für die Aktivitätenwechsel. Da wurde irgendwie immer weiter, ich sag mal, rein investiert, sozusagen, also Zeit reingesteckt, das auszubauen. Die Sinnhaftigkeit hat sich mir noch nicht so komplett erschlossen. Man hat halt mehrere Aktivitäten zur Verfügung, wo einerseits der Desktop anders sein kann, zum Beispiel so eher Netbook. Zum Beispiel eher sowas Ähnliches, diese Suchen-Aktivität, die so ähnlich aussieht wie diese Netbook-Oberfläche. Man kann halt verschiedene Programme damit automatisch starten, wenn man dahin wechselt. Man könnte halt zum Beispiel eine Aktivität komplett darauf eingerichtet haben, Grafikprogramme oder sagen wir vielleicht Fotobearbeitung zu haben, eine andere eher für im Internet surfen oder sowas. Was nützlich scheint das zu sein für Tablets. Da kann man halt dann nur so mit so einer Bewegung auf eine andere Aktivität wechseln und kann dann damit seine Fotos rummachen und sowas. Da ist das ganz schön, weil es da halt nicht angenehm ist, irgendwo ein Fenster zu minimieren und da hin und her zu wechseln. So, ich mache jetzt mal suchen und ausführen. Bildschirmkonstellation zu Hause mit 2 Bildschirmen in der Dockingstation und dann nehme ich ihn abschalte um auf eine andere Aktivität, der dann auch gleich klar ist, dass er nur einen Bildschirm hat. Kann man die Auflösung daran koppeln? Zu Hause irgendwie so einen fiesen Breitbildschirm noch dazu?
Da, ich bin nicht ganz sicher, ob man die Auflösung an die Aktivität koppeln kann. Ich kann auch versuchen, ne? Ja. Sonst kann ich mir eben auch vorstellen, dass man die eine Aktivität hat, was weiß ich, der Notebook privat zu Hause mit dem Hund als Tapete oder sowas, was dann im Dienst vielleicht nicht ganz so angemessen scheint, da kann man zackig umschalten auf den Corporate Desktop mit dem Chef als Hintergrund zum Beispiel. Genau. Und halt auf seiner Privataktivität wird halt automatisch Pigeon gestartet oder Copity oder irgendwas als Instant Messenger oder ein Chat-Client, während auf der Ich-arbeite-Aktivität solche Sachen nicht gestartet werden. Wie ist denn überhaupt der Umschaltvorgang zwischen den Aktivitäten? Jetzt habe ich jetzt meinen privaten, was weiß ich denn, Schatten und meinen Hund als Hintergrundbild und also ein Gedöns. Und jetzt klappe ich um auf die andere Aktivität. Werden die Anwendungen dann geschlossen oder einfach nur in den Eilmodus versetzt? Also ich glaube, dass es ähnlich wie Sleep funktioniert, dass sie auf die Festplatte geschrieben werden. Ja. Ich glaube, sie sollten nicht mehr den RAM und den Prozessor belasten. Aber ich weiß nicht hundertprozentig, wie es umgesetzt ist, aber das ist meinem Verständnis nach der Sinn von diesen Aktivitäten. Während die Desktops, wenn man zwischen Desktops hin und her wechselt, die Programme laufen auf jeden Fall weiter. So, bin ich jetzt gewechselt? Ja. Minimieren wir mal diesen Desktop. Und jetzt sieht man, ist halt diese Suchen- und Ausführen-Aktivität, die man auch von der Netbook-Oberfläche her kennt. Und hier könnte ich zum Beispiel hier Anwendungen ausführen, man könnte festlegen, dass bestimmte Programme automatisch mitgestartet werden, wenn man auf diese Aktivität wechselt. Wenn man den Rechner neu startet oder sich ausloggt und einloggt, wird die zuletzt verwendete Aktivität benutzt. Man sieht aber, ich bin jetzt nicht auf die Netbook-Oberfläche an sich gewechselt. Also ich habe immer noch die gleiche Kontrollleiste. Ich glaube, dass ich auf jeden Fall getrennte Kontrollleisten haben könnte. Ob getrennte Auflösung, bin ich mir halt nicht sicher. Ich mache mal noch eine. Bei den letzten Versionen waren immer so 4 Aktivitäten vorausgeliefert, eine irgendwie so Fotobearbeitung. Die ist auch noch vordefiniert. Ist jetzt ein bisschen überfordert. So. Ordneransicht. Hier sieht man jetzt, dass überhaupt kein Widget auf dem Desktop ist, sondern das ist halt so, wie unter, was ich vorhin zeigen wollte eigentlich, dass halt auf dem Desktop halt der Inhalt des Desktop-Ordners angezeigt wird. Und da der Desktop-Ordner leer ist, sieht man hier halt nichts. Einstellung für die Ordneransicht. Oder vielleicht verschiebe ich einfach etwas auf dem Desktop, um das zeigen zu können. Was heißt Desktop-Ordner? Desktop ist gleich Arbeitsfläche. Ja, und genauso wie unter Windows gibt es einen Ordner, der heißt Desktop. Und der liegt unter dem Home-Verzeichnis des Users. Das gibt es ja unter Windows auch, der heißt das sogar ganz genauso. Ja. Also, ich könnte mal... Gilt der für alle Arbeitsflächen? Ja, der gilt für alle Arbeitsflächen. Also dieser Modus war auch der einzige vernünftige, den ich gefunden habe, um diesen Desktop-Ordner zu befüllen. Sonst ist mir das nie gelungen. Ich bin noch in diese Aktivität umgeschaltet, dann habe ich einen normalen Desktop und da kann ich dann auch Symbole fallen lassen. Sonst habe ich diesen freischwebenden Ordner, das ist mir bisher nicht gelungen, den zu befüllen. Also ich hatte vorhin gezeigt, wie man umstellt, dass einfach ein anderer Ordner angezeigt wird. Ich würde da eher empfehlen, halt den persönlichen Ordner anzuzeigen. Hatte ich ja vorhin gezeigt, Einstellung persönlicher Ordner. Ja. Aber befüllen, hier ist dieser Ordner namens Arbeitsfläche. Mhm. Also er heißt sogar Arbeitsfläche und nicht Desktop hier. Wenn ich halt vielleicht mal irgendwas reinschiebe, zum Beispiel den persönlichen Ordner. Ich habe ja in meinem Dokumente-Ordner diese Beispieldatei. Ich schiebe die halt mal. Da bin ich auf Schwierigkeiten gestoßen. Da wurde ich dann aufgefordert, in dieser Desktop-Ordner-Ansicht das doch bitte anzulegen. Was ja ein bisschen mühsam ist. Ne? Ich muss wissen, wo das Programm liegt. Ich muss mir ein Symbol dafür aussuchen. Ja, das ist auch nicht dafür gedacht, die Starter da rein zu tun. Die Starter können ja auf dem Desktop sein, aber nicht in dem Ordner-Desktop, sondern auf der Plasma-Oberfläche an sich. Ja, aber dann landen sie beim Sortieren unter diesem. Ja, genau, weil sie sind ja nicht in dem Ordner drin. Also ich habe jetzt mal eine Datei da reingelegt.
Wenn ich das mal minimiere. Sieht man jetzt, dass die Datei in dem Desktop-Ordner drin ist. Jetzt möchte ich gerne wieder auf meine Hauptaktivität zurück. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel alles. Ich muss auch mal schauen, da waren jetzt so Stoppsymbole neben den Aktivitäten, ob ich die irgendwie stoppen muss, damit die keine Prozessorleistung mehr verbrauchen. Ja, eine Sache, da oben sieht man, da steht neue Aktivität. Das heißt nicht, wenn man da draufklickt, wird eine neue Aktivität angelegt, sondern das ist der Defaultname einer neuen Aktivität. Könnte sie dann halt irgendwie in Suchen und Finden oder Standardaktivität oder irgendwas umbenennen. Jetzt wechsle mal bitte hier rüber. Genau. Jetzt gucke ich mal, wenn ich hier draufklicke, ob er dann die irgendwie anhält und dann ein bisschen schneller wieder läuft. Ja, jetzt sieht man das, was gerade beschrieben wurde. Also die Startsymbole erscheinen auf der Plasma-Oberfläche an sich. Die kann man da halt hinschieben, wo man sie haben möchte, wenn er nicht gerade völlig überfordert mit allem ist. Er zählt nicht mehr die Sekunden hoch. Ah, jetzt gucken wir, jetzt ist die tatsächlich angehalten und man kann sie wieder fortsetzen. Jetzt mach das mal bitte auch mit der da. Und dann lauf mal bitte wieder schneller. So. Ich glaube, die Temperaturanzeige macht auch was langsamer. Okay, dann mache ich die auch mal aus. Das könnte natürlich sein. Ja. Und jetzt auch diese Symbole verhalten sich in mancher Hinsicht auch wie halt so Plasmoids. Ich kann auch die Größe zum Beispiel ändern. Ich kann die auch halt drehen, wenn mir das Spaß macht. Da kann man halt etwas kreativer seinen Bildschirm gestalten. Ja. Also zu den Aktivitäten, anscheinend muss man die inzwischen selber schlafen legen, wenn man auf eine andere Aktivität wechselt, damit die nicht den Prozessor weiter belastet. Was gibt es sonst noch für Fragen, was man einstellen könnte? Jetzt zeige ich mal das WLAN hier. Das ist ja im Moment gerade aus. Was hätte ich jetzt gesagt, in dieses obere linke Fenster da, wo diese Directories alle angezeigt sind, wenn Sie da habe ich Programme liegen und Sie sagten, die liegen unmittelbar auf der Arbeitsfläche. Ist zumindest relativ wahrscheinlich, dass die auf der Arbeitsfläche liegen. Ich habe nämlich folgenden Effekt. Ich habe nämlich etwas viel Programme drin und am unteren Rand verschwinden die. Und werden nicht mehr sichtbar. Und dann gibt es diese schöne Laufleiste. Machen wir hoch und runter. In dem oberen Fenster. Ach so, deswegen. Also vielleicht kann man die reinziehen. Gucken. Aber ich glaube. Ich versuche das, richten die sofort so ein, da sind etliche gleich drin. Der Dolphin ist da gleich drin. Und die Kampagne. Ja, Firefox auch. Er ist immer noch irgendwie überfordert. Ich habe jetzt gerade das K-Menü geöffnet und der mag das nicht. Also hier sind halt einige in den Favoriten vorangelegt. Da würde ich auch einfach generell, wenn man mehr Programme haben will, würde ich die eher da ablegen. Ich guck mal, ob ich das halt da reinziehen kann, aber ich fürchte nicht. So, also ich habe das gerade an dieser Stelle kopieren, womit verknüpfen. Mal kopieren. Dann scheint das wirklich in diesem Ordner drin zu sein. So, okay. System Settings Desktop. Der ist also nicht in der Plasma-Oberfläche, sondern der ist in den Ordner reinkopiert. Ich glaube, beim ersten Mal fragt er, ob man das wirklich machen möchte, weil diese
Dieser Starter könnte, ist ja jetzt eine Datei und nicht so ein Startobjekt, das auch nur auf dem Plasmoid, auf dem Plasma-Desktop angezeigt wird. Das könnte prinzipiell aus dem Internet runtergeladen worden sein. Also beim ersten Mal muss man es einmal bestätigen. Aber dann glaube ich nicht mehr. Dann ist auch dieser rote Pfeil weg, dieses rote Ausrufezeichen. Also es geht. Und was gerade gesagt wurde mit den Laufleisten, also wenn man das kleiner macht, erhält das halt eine Leiste. Das, da muss man nichts für tun. Das ist dann einfach da. Okay. Und wie gesagt, je nachdem, also wenn man einen anderen Ordner haben möchte, einfach in die Einstellungen gehen, halt einen anderen Ordner auswählen, gegebenenfalls mehrere Plasmoids, vielleicht den Arbeitsflächenordner und das Home-Verzeichnis anzeigen lassen, geht alles. Wie gesagt, über hier Desktop, Mini-Programme hinzufügen, halt eine weitere Ordneransicht hinzufügen, was ich vorhin gezeigt hatte. Dazu noch Fragen zu dieser Ordneransicht? Ich zeige das nochmal. Bilder. Und einen Ordner aufmachen. Ich habe einen Ordner. Da müsste jetzt diese Datei wirklich drin liegen. Genau. Also eine System-Settings.desktop-Datei. Also ich habe wirklich die Datei dorthin kopiert und nicht einen Starter angelegt. So, jetzt zu dem WLAN. Das ist ja sicherlich auch eine wichtige Frage. Wenn das WLAN gar nicht geht, also wenn der Treiber oder die Firmware wählt, dann muss man das einmal an ein Kabel-Internet anschließen. Dann geht man ins K-Menü unter System, unter Hardware-Treiber oder zusätzliche Treiber. Ich würde es jetzt zeigen, aber wahrscheinlich wird es ungefähr 5 Minuten dauern, so lange wie jeder Klick dauert. Deswegen zeige ich jetzt nur das WLAN, wenn es dann sich öffnet. Genau, dann werden halt die ganzen WLANs auch angezeigt. Machen wir das Besucher-WLAN. Wenn hier halt drahtlose Verbindung aus ist und auch wenn man es anklickt, geht gar nichts, dann fehlt einem wahrscheinlich halt dieser Treiber. Dann aber halt nachgeladen werden kann, wenn man irgendeine Art von Internetverbindung hat. Und es ist halt am Notebook abgeschaltet, ne? Das ist ja auch noch ein klassisches. Genau, das ist auch noch ein klassisches Problem. Deshalb zum Mäuseklavierschalter an der Unterseite. Ja, bei dem aktuellen ThinkPad, also dem letzten ThinkPad, war das ja noch so ein großer Schalter vorne, den viele Leute häufig mal umstellen. In der nächsten Version haben sie einen ganz winzigen Schalter an die Seite gemacht, damit die Leute das nicht ständig mehr ausschalten. So. Ich habe vor längerer Zeit dieses Besuchernetz angeklickt. Das sollte eigentlich ein Pop-up aufgehen. Genau, wenn jetzt halt hier das mit einem Passwort gesichert wäre, würde halt jetzt hier das Feld angezeigt werden. Eigentlich geht dieses Ding auch wieder zu von selber. Und dann könnte ich hier auf OK klicken und mich mit dem WLAN verbinden und das war's. Wenn man das auf Systemverbindung stellt, dann wird es beim Starten des Systems bereits diese Verbindung eingerichtet, wenn sie halt verfügbar ist. Und sie ist dann nicht an den User gebunden und nicht an die grafische Oberfläche gebunden. Dafür braucht man Administratorrechte, während so einfach so WLAN verbinden, braucht man keine Administratorrechte. Ja. Wenn man sich so ein Desktop dann nun eingerichtet hat mit all diesen schicken Effekten, die man so haben will und Ordnern und so weiter, wo liegt möglichst die Einstellungsdatei oder wo liegen die, um das, sagen wir mal, zu sichern, um es auf eine andere Maschine zu transportieren? Es liegt im Punkt KDE-Ordner. Ja. Und welche Datei genau, wüsste ich jetzt nicht. Kommt, glaube ich, ist auf verschiedene Dateien verteilt. Ja. Aber generell. Benutzerprofil.kde sein, ja? Ja, genau. In dem User-Ordner, also wenn man in dem Dolphin geht. Hallo Menü. Ich habe da keine Datei gefunden, wo meine zu startenden Programme drinstehen. Das sind ja alles Desktop-Dateien. Also die automatisch starten oder? Nein, nicht automatisch, die ich hier in diesem Anzeigefeld habe, Firefox oder so weiter. Ich habe keins von denen irgendwo gefunden. Also wenn es halt so ist, wie wir das gerade gemacht haben, dass wir das so reingezogen haben in den Ordner, dass es eine .desktop-Datei ist, dann ist es halt, findet man die halt in dem Ordner, gegebenenfalls im Arbeitsflächenordner. Wenn es aber solche Starter sind, die auf der Plasmoid oder auf der Plasma-Oberfläche angezeigt werden, sind das keine Dateien. Das ist dann nicht diese Startdatei, sondern es ist halt ein Systemeintrag, dass das dort angezeigt werden soll. Das ist mit in dem .kde-Ordner. Ich werde das gerade mal zeigen. Dolphin.
wird sicherlich in wenigen tausend Millisekunden sich öffnen. So, da, wenn ich jetzt mache Ansicht, versteckte Dateien anzeigen, dann habe ich hier irgendwo einen .kde-Ordner, da. Da muss ich halt wieder die versteckten Dateien anzeigen. Und da ist das, Moment, ist das unter Share? Ich glaube, es ist irgendwo unter Share abgelegt, ist, aber ich weiß es nicht genau. Ja, das könnte eine heiße Spur sein. Ja, config, genau. Da muss ich, glaube ich, nicht mal versteckte Dateien, da ist dann irgendwas mit Plasma, müsste die Oberfläche sein. Hier so Plasma Desktop RC, Plasma Desktop Applet und sowas. Also alles, was irgendwie mit Plasma anfängt, ist der Desktop an sich. Oder Workspace Options klingt auch ziemlich danach. Startup Config Keys und sowas. Da muss das alles irgendwo drin stehen. Mal gucken. Und das mal. Jetzt würde ich verstumpft den Versuchunternehmen einen frisch aufgesetzten Rechner, vorausgesetzt, ich habe alle Programme mit installiert, die auf dem alten, das ganze Verzeichnis reinzuhängen und dann mal gucken. Ja, kann man prinzipiell machen, wenn man dieselbe KDE-Version hat. Ja. Und sollte nicht das auf einem niedrigeren Release versuchen, das geht ja generell schief. Ja. Also hier zum Beispiel sieht man so ein paar Einträge. Recon System Settings Dolphin, das müsste, glaube ich, von dieser Suchen, dieser anderen Oberfläche, die wir hatten, da waren diese drei Symbole oben. Ja. Also müsste dann halt in diesen Dateien alles irgendwo abgespeichert sein. Vielleicht sollte ich noch eine Sache zeigen hier, wenn man mehrere Dateien markieren will. Die Dateien öffnen sich ja gleich, wenn man sie einmal anklickt und nicht durch Doppelklick, kann man aber umstellen, wenn man möchte. Wenn man jetzt mehrere markieren möchte, kann man halt dieses Plus anklicken, was normalerweise auch ganz schnell geht. Wenn man dann halt eine wieder abwählen will, macht man da halt Minus. Und so kann man dann halt mehrere Dateien kopieren, ausschneiden oder halt in der geteilten Ansicht rüberziehen oder sowas. Eine interessante Einstellung sind noch die Tastatureinstellungen. Habe ich die Systemeinstellung noch irgendwo offen? Nein. Die man theoretisch ganz schnell zeigen könnte. Das ist dann das andere Fenster reingeschrieben. Ich weiß nicht, was dem so schrecklich zu schaffen macht. Und vor allen Dingen tritt das nur auf dem neuen User auf. Mein Hauptuser läuft weiterhin so schnell wie immer. Also ich glaube, dass irgendwas in den neuen Standardeinstellungen ein Problem macht. So, Systemeinstellungen. Es müsste ja um zwei ein anderer Vortrag beginnen, oder? Wenn der Speaker hier ist, soll er sich mal melden, dann gehe ich weg. Also anscheinend ist es gerade zu viel, die Systemeinstellungen zu öffnen. Da halt unter so Tastatureinstellungen kann man halt so verschiedene Sachen einstellen, um eine sogenannte Compose-Key festzulegen, eine Compose-Taste. Legt man halt irgendwelche unnützen Tasten wie die Windows-Taste da drauf, Caps Lock oder sowas. Und dann kann man damit alle Buchstaben eingeben, die halt kombiniert sind. Also zum Beispiel, um das französische C mit Häkchen unten einzugeben, drückt man die Compose-Taste, die man sich festgelegt hat, lässt sie wieder los, gibt ein Komma ein, lässt es los, gibt ein C ein, lässt es auch wieder los. Und dann hat man halt sein kombiniertes C. Das wollte ich eigentlich demonstrieren, wo man diese Einstellung findet. Mein Netbook möchte mich dabei nicht unterstützen. Dann würde ich sagen, beenden wir das hier.
Ihr könnt runter zum Kubuntu-Stand kommen und mir noch Fragen stellen, wenn sich noch irgendwas unklar ist.